Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und yeah, Trommelwirbel! Wir haben die 10.000 Abonnenten geknackt und das alles dank euch. Und das ist eine riesengroße Zahl und ich danke euch echt von Herzen. Was macht mein Körper für einen Ton? Mega geile Aktion auf jeden Fall, dass wir die geschafft haben. Jetzt noch vor der Gamescom, freut mich echt riesig. Und ich hatte euch ja gebeten, dass ihr viele Fragen unter das Video schreibt. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, wie gesagt, könnt ihr gerne auch jetzt das Video nochmal angucken. Es hat nicht ganz so viele Views bekommen, was ich ein bisschen schade finde. Ist aber gar nicht so schlimm, sollte nur ein kleiner Trailer sein. Und es waren auf jeden Fall genug Fragen da, um jetzt ein Video damit zu machen. Grundsätzlich, wenn ihr also ein weiteres FAQ sehen wollt, dann einfach mal hier unten unter diesem Video die Fragen einfach reinschreiben. Dann werde ich die in dem nächsten Video einfach mal beantworten. Wie gesagt, wenn ihr mehr dazu hören wollt oder fragen wollt, Daumen da lassen, dann sehe ich, dass ihr Bock drauf habt, mehr FAQs zu machen, und dann starten wir auch gleich rein in die erste Frage. Der gute Patrick fragt, wieso hast du mit YouTube angefangen? Ja, wie habe ich mit YouTube angefangen? Ich glaube, ich war irgendwie, keine Ahnung, ein komischer Mensch. Nein, ich hatte einfach Bock dazu, irgendwie, keine Ahnung. Ich habe die ganze Zeit immer überlegt, ich habe damals 2010, als ich noch in einer anderen Stadt studiert hatte, habe ich immer irgendwie ein bisschen YouTube geguckt, meistens amerikanische YouTuber und damals noch Alberto, ich weiß nicht, wer von euch das damals noch geguckt hat. Damals war ja für mich auch Call of Duty relativ groß, dann habe ich eine Zeit, glaube ich, 3-4 Jahre überhaupt nicht gespielt. Dementsprechend habe ich mit YouTube angefangen, weil ich mir gedacht habe, das kann ich auch ungefähr, vielleicht gar nicht so schlecht, und jetzt stehen wir bei 10.000 Abonnenten, also war ich eigentlich gar nicht so falsch. Rice fragt, ob ich nochmal komplett in die COD-News-Szene gehen wollen würde, und dazu kann ich ein definitives Jein sagen. Im Endeffekt weiß ich das gar nicht, ob ich das machen möchte, weil ich ab und zu einfach das hochladen will, was ich machen möchte. Also das heißt, ich habe eigentlich gar kein Konzept aktuell richtig, und das hatte ich ja irgendwie angekündigt, aber ich mache jetzt das eigentlich, worauf ich Lust habe. Also da ist gar nicht so ein großes Konzept dabei. Im Endeffekt mache ich mal News, mal nicht News, je nachdem, wie es so bockt. Meistens möchte ich auch mal mehr so eine Videos machen, wo ich einfach mit euch rede in der Kamera. Die feiere ich auf jeden Fall am meisten, macht mir auf jeden Fall Spaß, besonders mit dem Video-Setting, dass es ein bisschen optisch schöner aussieht. Das ist ein bisschen kreativer Spielraum, also dazu ein definitives Jein. Der gute Jan, aka Smiley, fragt, erstmal sagt er, herzlichen Glückwunsch, Dixon, wenn du ein Buch hättest, wo deine Zukunft drin stehen würde, würdest du es aufmachen? Ich würde das, glaube ich, nicht machen, weil ich finde das Leben gerade so spannend, weil wir nicht wissen, was auf einen zukommt. Das heißt, mal hast du ja diese Up und Downs, das ist ganz normal, wie auch bei meinem YouTube-Kanal. Aber im Endeffekt ist das Leben spannend, und wenn wir wissen würden, wo es hingehen würde, dann, glaube ich, wäre der ganze Reiz daran verloren gegangen. Ich weiß nicht genau, es ist genauso, wie ich mir ein Fußballspiel nicht angucken würde, wenn ich genau wüsste, dies geht 4-0 aus und mit wer die Tore schießt. Tim Kempe fragt, ob ich mal mit den Leuten auf PS4 oder auf irgendwelchen anderen Konsolen spielen möchte oder mit Abonnenten allgemein spiele, und diese Frage kriege ich wirklich zu häufig. Unglaublich viele Leute fragen mich das einfach, und ich weiß nicht wieso. Ich weiß nicht, wieso ihr mit mir spielen wollt. Also in letzter Zeit spiele ich so gut wie gar nicht. Also ich habe jetzt, glaube ich, ein paar Tage überhaupt nicht gespielt. Im Endeffekt weiß ich gar nicht. Also ich denke mal nicht. Vielleicht, wenn ich mal wieder streame, dann kommt es wieder wahrscheinlich vor, dass ich ein paar Lobbys aufmachen werde, und dann kann ich mit euch zocken. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, wann ich jetzt die Zeit finde, weil ich abends lieber mal irgendwie, keine Ahnung, wie bekloppt sich auch anhört, mal ein Buch lese oder jetzt aktuell sehr viel zu tun habe. Also ich bin wirklich sehr, sehr viel unterwegs. Dementsprechend habe ich eigentlich gar nicht so große Lust und Zeit, mich da an die Konsole zu setzen und besonders jetzt mit Abonnenten zu spielen. Das ist dann immer ein bisschen schwierig, und ich möchte euch da auch nicht enttäuschen. Dementsprechend sage ich eher nein. Nix Can Duty, hallo, sagt oder fragt erstmal, wie heißt das Video und wie heißt der Boxer? PS, Glückwunsch. Also das Video, was ich da verwendet habe, war das aus dem Film Creed. Der ist, glaube ich, mit Sylvester Stallone, den anderen Schauspieler, leider habe ich gerade nicht im Kopf. Bin ich mal wieder perfekt vorbereitet. Und ja, dementsprechend, glaube ich, deine Frage beantwortet, und danke nochmal deine Glückwünsche. Lorenz Köster sagt, erstmal herzlichen Glückwunsch zu den 10.000 Abonnenten, hast es dir redlich verdient. Vielen lieben Dank an dich, Lorenz, danke für deinen Kommentar und danke für dein Like wahrscheinlich auch. Zockst du auch mal mit Abonnenten? Das habe ich ja gerade schon gesagt, wahrscheinlich nur in Streams, sonst eher nein. Und warst du ja in San Diego, könntest du einen Urlaub oder sonstiges dahin empfehlen? Grundlegend ja, San Diego ist eine wunderschöne Stadt, aber man braucht echt viel Geld, und wir können uns echt glücklich schätzen, dass wir in Deutschland wohnen, weil hier das Essen absolut perfekt ist und die Lebensverhältnisse hier sind wirklich schon echt stark. Also ich kann echt empfehlen, wer mal das Geld und die Zeit hat, nach Amerika zu fliegen, besonders an die Westküste, sollte das hiermit tun, ist auf jeden Fall eine richtig coole Erfahrung. Celtics fragt, wieso es nicht mehr solcher bodenständigen YouTuber gibt. Du,
ich bin, glaube ich, nicht bodenständig, sondern ich mache das einfach nur, weil es mir unglaublich Spaß macht. Und ich glaube, wenn man eine intrinsische Motivation hat, das von innen heraus wirklich gerne zu machen und nicht dahin sieht, ich möchte unbedingt mal 100.000 Abonnenten haben, sondern ich möchte einfach eine Plattform haben, wo ich meine Kreativität ausleben sollte, wenn das im Endeffekt ist YouTube nichts anderes für kreative Menschen und so bekloppte Leute wie mich, einfach mal ihre Kreativität freien Lauf zu lassen, dann ist das genau das, was du machen solltest. Also wenn du mit YouTube anfangen möchtest, dann solltest du das tun. Und auf die Frage nochmal zurückzugehen, ich glaube, jeder spielt eine Rolle auf YouTube, jeder ist da anders, glaube ich, vor der Kamera, wenn man sagt, die größeren YouTuber, ich glaube, du beziehst dich da auf größere YouTuber, die über 1,2 Millionen Abonnenten haben und wahrscheinlich ein Lied rausgebracht haben, ohne mich jetzt weit aus dem Fenster zu lehnen. Ich glaube, diese Leute spielen ganz definitiv eine Rolle und die wissen ganz genau, was sie da tun, um Klicks zu generieren, weil diese besagten YouTuber machen aktuell 30 bis 50 Millionen Klicks und ich glaube, auch das ist genau das, was sie erreichen wollen damit. Ich glaube, ich habe gerade die Fragen gar nicht beantwortet, aber egal. Crank Blue fragt, ob ich mich auf Zelos 3.0 freue und ob ich dabei sei. Und danke, Hashtag Glückwunsch 10k. Danke vielmals dafür für die Glückwünsche. Ich finde mich echt klasse. Danke dafür, dass du meinen Kanal abonniert hast. Danke, dass du auch die Videos guckst und auch alle anderen. Wirklich, das hat mir wirklich so viel bedeutet, dass so viele Leute mir positive Nachrichten geschrieben haben. Auch in der Zeit, als ich weg war, es war ja nicht so lange, aber viele Leute haben mir ja geschrieben, Jan hat ein Video darüber gemacht. Viele Leute haben mir wirklich zugesprochen und ich weiß es echt zu schätzen und ich mache das wirklich von Herzen gerne, diese Videos zu machen und diese Zahl wirklich vor sich zu sehen, diese 10.000, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also dazu werde ich noch ein gesondertes Video machen, wie gesagt, das ist noch nicht klar, das ist nur ein kleines FAQ dazu, ein kleines Dankeschön an euch, mit euch zu kommunizieren, weil das ist für mich echt das Wichtigste. Ich schreibe so gerne mit euch hin und zurück. Und wenn mich Leute eben gerne fragen wollen zu irgendwas, ihr könnt mir auch auf Twitter folgen. Die Links dazu sind alle in der Infobox oder auf der Kanal-Info-Seite. Da sind alle Informationen, die ihr braucht. Also Instagram, Snapchat, verlinke ich euch alles, wie gesagt, mal unten auch in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne abchecken, könnt mir da überall schreiben. Twitter ist die beste Plattform oder auch Snapchat. Wie gesagt, alles gerne dort machen. Und zu der Frage nochmal zurück, freue ich mich drauf. Ich weiß nicht genau, wann das stattfindet. Ob ich dabei bin, kann ich dir auch noch nicht sagen. Wie gesagt, wenn ich eingeladen werde, natürlich freue ich mich natürlich darauf und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Noah Schröder fragt, wie ich auf den Namen Panda gekommen bin und Paul, bester Mann, danke dir Noah, auch an dich, wie ich auf den Namen gekommen bin, ach keine Ahnung, ich finde Pandas eigentlich witzig und ich dachte mir einfach, wenn du Tags eingibst, Panda kommt relativ oft, war ein bisschen blöd, nein, keine Ahnung, man hat irgendwie Gedanken, den perfekten Namen gibt es irgendwie nicht und dann, keine Ahnung, etabliert er sich irgendwie in der Zeit, hast du eine Vorstellung im Kopf und dann schreibst du das einfach als deinen YouTube-Namen, aber im Endeffekt bin ich einfach nur, bin ich Paul und das ist mein Pseudonym, wo man mich eben drüber findet auf YouTube. Ich muss nochmal ganz kurz zwischendurch drin sagen, es haben wirklich so viele Leute herzlichen Glückwunsch und so weiter drunter geschrieben, also jeder einzelne von euch, der einen Kommentar geschrieben hat, den ich jetzt hier nicht mit einer Frage vorlesen kann, danke auch an dich. Also an beispielsweise Gundox, Katrin, Flywolf, keine Worte von Kane, Home of Public Gaming, Erfan, verdient wirklich an euch alle, jetzt den ich nicht vorgelesen, an euch alle vielen, vielen Dank. Und dann kommen wir nochmal zur nächsten Frage. Als was arbeitest du nebenbei, hat gefragt von schaffen wir 1000 Abos auch ohne Video. Aktuell nebenbei arbeite ich gar nicht. Ab und zu arbeite ich als Host auf Messen. In kommender Zeit auch mal, da hatte ich mich früher mal, hatte ich ein, zwei Jobs deswegen, jetzt in nächster Zeit werde ich auch einen Job mal haben, also als Stehrumchen und nur rumlächeln, das mache ich ab und zu mal und sonst halt eigentlich aktuell gar nichts, sondern ich habe früher mal als Lehrer gearbeitet, wenn ihr dazu ein Video sehen wollt, deswegen auch vielleicht das Surfbrett, ich habe früher mal als Surflehrer gearbeitet. Und ja, das war mein Nebenjob eigentlich, sonst eigentlich aktuell nichts. Dann kommen wir auch zur letzten Frage und die Frage kommt von Airo. Erste Nuklear in Infinite Warfare oder 500 Euro? Grüße an Ensa. Grüße an dich Ensa, wie gesagt, wenn du das Video siehst, auf jeden Fall von dem lieben Airo. Und Triple Nuklear oder 500 Euro, ich weiß nicht, wenn ich glaube ich 5 Millionen Klicks hätte oder sagen wir 100.000 Subs und meine Videos hätten so 30.000 bis 60.000 Klicks, dann würde es wahrscheinlich viral gehen. Damit könnte ich dann vielleicht auch 500 Euro verdienen.
Aber ich glaube, ich würde sagen, die 500 Euro würde ich wahrscheinlich eher nehmen, weil dann könnte ich mir nämlich ein neues Objektiv kaufen und dann wären die Videos besser und dann würde ich insgesamt wahrscheinlich bessere Videos machen. So, das war's dann auch mit dem Video. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung, da würde mich echt freuen. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt mir bitte alle diese Fragen hier unter dieses Video. Würde mich echt freuen, wenn ich in nächster Zeit wieder so ein Video machen würde. Ist auf jeden Fall mal eine coole Sache, so kann ich eure Fragen beantworten. Wie gesagt, ab in die Kommentare damit. Alle Social-Media-Kanäle sind auch unten verlinkt. Könnt ihr mir gerne eine Nachrichten schreiben. Vielen, vielen Dank nochmal für die 10.000 Abonnenten. Danke, danke an jeden, wirklich jeden Einzelnen. Und ich sage das wirklich von Herzen. Es ist nicht nur so eine Sache. Ich kann mir diese Zahl nicht vorstellen. Stellt euch das mal vor. Stellt euch mal vor, 10.000 Leute stehen. Das geht nicht. Geht einfach nicht. Und ich wollte einfach nochmal irgendwann nochmal ein anderes Video dazu machen, wo ich nur darüber rede, wie dankbar ich darüber bin, aber hier nochmal ein dickes, fettes Dank, weil es das erste Video wirklich ist, nachdem ich die 10.000 geknackt habe. Danke, danke an jeden Einzelnen von euch. Ich kann es nicht oft genug sagen und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Jungs und Mädels, haut rein. Ciao. Ayo, drop that shit.